Willkommen zurück zu Injustice, Götter und uns. Wir müssen jetzt 8 Pokémon gegen Aquaman machen und das ist bei Nummer 4. Dann legen wir direkt los. Gucken wir, welcher Aquaman am besten ist. Er hat mir schon mehr abgezogen, aber das klappt schon. Sterb doch. Ja, ist okay. Ich kann da sogar den Donner beherrschen, das sah aus wie ein Donnerball. Aquaman gehen, Aquaman, das ist unfassbar, unglaublich, die Fans schreien. Und welcher Aquaman? Oh mein Gott, ein Aquaman hat seinen einen Lebensbalken verloren. Der andere Aquaman, der versucht wieder alles um zu kontern. Wir wissen nicht, welcher ist. Doch, wissen wir. Hoffentlich. Also, ich bin der braune Nu. Das noch schaffen, bin ich godlike. Ich hab nichts gesagt. Sie werden wir gleich sterben, wenn. Was soll ich machen? Du sollst nachgeben. Ha! Nein! Nein! Der hatte noch so einen Strich. Der hatte nur noch einen Millistrich. Das ist unfassbar. Nochmal. Scheiße. Aber das gilt nicht mehr. Beim zweiten Mal klappt das alles immer besser. Sehen wir haben noch nicht mal was verloren. Wir hauen den zum Brei. Brei, Brei, Brei. Oh yeah. Jetzt geht's los. Nein, nicht du. Ich will boxen. Allmächtiger Neptun. Allmächtiger Neptun. Da hast du Wasser gespürt. Was soll ich machen? Du sollst nachgeben. Scheiße. Geh, kaputt. Langsam habe ich ein paar Kombos drauf. Aber langsam nur. Ich bin mal gespannt, was nach Aquaman kommt. Ob Aquaman dann unsere anderen Leute trifft. Oh! Ja. Fertig! Reden wir über eine neue Außenpolitik. Tötet ihn! Was jetzt? Wir schießen immer zuerst, was? Ich habe die Sache aber vielleicht ein bisschen angeheizt. Aves, was machst du hier? Ich brauche den Kampf und wäre fast verhungert. Ich spürte die Rückkehr der Aggression und suchte ihren Ursprung. Du hast mehr als das getan. Du hast uns hierher gebracht. Nein, aber ich kann mir denken, wer das war. Mein Feuer muss nicht angeheizt werden, Aris. Sag mir, wer es war. Du willst mir Befehle erteilen? Allerdings. Und du wirst gehorchen. Oh, wir kämpfen jetzt gegen Aris. Keine Ahnung, wer es ist.
Anscheinend einen böse Gegner von Dr. Aquaman. Dr. Böse Aquaman. Ah, oh, der scheint einfach zu gehen. So. Können wir da nochmal gehen hauen? Nee. Schade. Für den Drescher, Digga, nein! Ist gar nicht so stark. Das Ding nicht ganz kaputt. Allmächtiger Neptun! Allmächtiger Neptun! Guck mal, der hat da unten zwei Waffensymbole. Einmal so ein Schwert. Das sieht aus wie Saruman oder hier. Das ist wie Saruman, ey. Aber Ares ist doch ein Gott. Ah, den haben wir locker. Ein Fisch an Land. Du überschätzt dich. Oh, unentschieden. Und wir haben den Ares besiegt. Du hast Level 12 erreicht. Du bist schwach, Ares. Supermans Herrschaft hat beinahe alle Konflikte gelöst und mich ohne Macht zurückgelassen. Wenn du uns nicht hergebracht hast, wer dann? Die, die Supermans Herrschaft ein Ende setzen wollen. Die Aufständischen. Helden? Nur einer. Alle Helden, die Superman herausforderten, wurden ausgelöscht. Er hat sie getötet. Und jetzt sind nur noch die übrig, die sich ihm angeschlossen haben? Neben ein paar ehemaligen Schurken, deren Loyalität gekauft oder erzwungen wurde. Ich muss meine Kameraden treffen. Sie sind gerade bei den Aufständischen. Sende mich zu ihnen. Wie bist du hierher gekommen? Ares. Nicht unser Ares. Das wissen wir. Darf ich vorstellen, nicht unser Batman. Ich habe mich gefragt, wie ich dich aus Atlantis zurückholen könnte. Kopfschmerzen? Ich versuche sie zu vermeiden. Es ist ein Stabilitätsverbesserer, 5U93R. Wie kann eine Pille... Kryptonische Nanotechnologie verbessert die Stärke der Knochen und des Gewebes um mehrere tausend Prozent. Batman kann dir den Rest erzählen, wenn du mal Probleme beim Einschlafen hast. Er hat das Rezept von Superman. Superman gibt es einen Lakaien. Ja, ich habe eine Menge unserer bösen Zwillinge getroffen. Sie sind nicht bösartig. Die meisten folgen Superman aus Angst. Oder sie denken, dass er recht hat. Sie haben den Durchblick verloren. Du bist also als einziger übrig. Nein, nicht nur ich. Wie soll ich das... Wieso lebst du überhaupt noch? Er gehört zu mir. Im Gegensatz zu eurem Luther habe ich nie das Gesetz gebrochen. Superman würde niemals glauben, dass sein bester Freund hinter dem Aufstand steckt. Luthors Beteiligung ist ein Geheimnis. Supermans Kritiker verschwinden. Regierungsbeamte, Aktivisten, Journalisten. Da wir nun alle hier sind, sag uns, wieso du uns ausgewählt hast. Und wieso du nicht gefragt hast, bevor du uns hergeholt hast. Wir sind beschäftigt. Die Atombombe? Sie ist nicht explodiert. Dein Transfer hat das irgendwie verhindert. Wieso weißt du das? Wir haben euch einige Zeit beobachtet. Euch vier, um genau zu sein. Ich habe eine Waffe, um Superman auszuschalten. Ein Laser auf Kryptonitbasis, halt. Der... Eine Kryptonitwaffe? Wenn du das machst, bist du nicht besser als er. Ich sagte nicht töten. Es macht ihn kampfunfähig, mehr nicht. Die Waffe ist in der Betthöhle. Ich brauche deine DNS, um sie zu öffnen. Oh. Der Kragen funktioniert. Gut. Umerziehung hätte bei ihm keine Wirkung. Und ich soll wirklich nicht bleiben? Kerl, ich weiß, dass du dein Supergehör nicht verloren hast. Ist das okay für dich? Mit uns? Natürlich. Ich will sie nicht ersetzen. Ich dachte nur, dass wir... Ich weiß. Mach weiter. Alles gut.
Ich gehe. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Lantern unterwegs ist. Mein Supergehör funktioniert wohl noch. Hoher Rat? Mir gefällt Dianas neues Aussehen. Wir haben ein Problem. Ich bin Dianas Zwilling begegnet. Und jemanden, der aussah wie Oliver Queen. Und Hal Jordan. Finde sie und alle anderen dort draußen. Ich muss alles wissen. Der Joker. Danke fürs Mitnehmen. Du bist ein lustiger Kerl. Bist du sicher, dass die alte Gang hier lebt? Ja, hier könnten sie begraben sein. Gesetzestreu? Was erlaubst du dir? Interessant. Mein Ruf eilt mir voraus. Bitte geh nicht! Klappe, Klau! Oh, hast du dich am Bein verletzt? Wie wär's noch mit einem gebrochenen Genick? Oh, Joker gegen Batman! Warum hat der Joker ein Messer? Will der mit dem in die Tüte? Oh! Haha, mit einer Eisenstange gegen den Kopf. Haha. Und ja. Guck mal, ne. Hey, Bats, lass das. Aua. Hey, da ist ein Strip-Club. Ausgedrückt noch. Versuch's nochmal. Mach weit auf! Ich schlage dich aus Liebe. Man die nicht dagegen schleudern. Schade. Ich bin doch nur dagegen, Leute. Runter hier. Nein! Toll, meinst du daneben, Alter? Ach, okay. Das war jetzt scheiße. Aber beim zweiten Versuch klappt es ja immer besser. Wie wär's noch mit einem gebrochenen Genick? Oder auch nicht. Der macht mich fertig, alles kalt! Batman, sei doch nicht übertrieben, gut. Aha, du willst spielen? Hier! Kannst du wieder zurückhaben! Stirb doch endlich! Ha! Final Flash! Bam! 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 Aufwachen! Boom!
Nein! Daneben. Ey, das ist ein cooler Schritt. Zotze! Oh. Nein! Halte mal! Gib mir das! Fertig! Nun zu dir, mein grantiger fliegender Nager. Zaubern wir ein Lächeln ins Gesicht. So ein wunderschöner Augenblick muss ausgekostet werden. Fang den Spaß nicht ohne mich an. Batman, lang ist's her. Und hoch. Los geht's. Wohl kaum, Hawker. Und ich habe meine Kamera nicht dabei. Ich hätte 10 Millionen Klicks kriegen können. Fuß. Perfekt. Ja? Superman, gute Nachricht. Wir haben Batman geschnappt. Bin unterwegs. Oh, ich vermisse ihn jetzt schon. Wo war ich noch, bevor ich so rüde... Mit Blei vollgepumpt? Harley? Harley. Ich habe erfahren, dass irgendein Freak wie der Joker rumläuft und gegen einen Möchtegern-Batman kämpft. Du hast das Aussehen. Und jede Menge Kraft. Was du nicht hast, ist das Recht dazu. Joker war ein Held. Du bist es nicht wert, seine Schuhe abzulecken. Harley, ich bin's. Ich bin der Joker. Hier, es steht auf meiner Unterwäsche. Nicht witzig, du Freak. Niemand gibt vor, mein Mr. J zu sein. Aber den Kampf sehen wir erst in der nächsten Folge. Joker gegen Harley Quinn. Ich bin Foxy, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bin raus, ciao.